Hallo Freunde, weiter geht's. Wir haben ja noch was Schönes von der Blade und zwar diese Unique Micarta SBR Modelle. Und die schauen wir uns jetzt auch noch schnell an. Im Schnelldurchlauf. Die sind immer wieder schön. Das ist ein schönes, kompaktes EDC Modell und sie machen eben halt die Hälfte des Griffes hinten ganz normal mit Alu und die schöne Showside mit dem Druckknopf machen sie ebenso. Unique Micarta, ne? Also so einzigartiges Micarta. Da haben sie wahrscheinlich ganz viele Micarta-Stücke, die sie hier Griffschalen fräsen und dann werden die random hier auf die Dinger geschraubt. Und du siehst auch von außen nicht, was du da kriegst, ne? Das ist wirklich, ja. Die werden da so ein paar Platten eben entsprechend vorfertigen, sägen, fräsen, anpassen und dann werden die da draufgeschraubt, verpackt und ja, als Kunde bekommst du dann, was du halt Glück hast. Nicht bei uns, die vier sind natürlich dann einzeln eingestellt am Freitagabend, du kannst dir eins dieser vier aussuchen. Hier mal so ein schönes dunkles, wie so eine Art Tiger Stripe, natürlich auch wieder mit einem schönen Mother of Pearl Knopf. Schön in so einem Dunkelbraun habe ich dann auch noch nie gesehen. George lässt George Design. S35VN. Ist natürlich ein geiler Stahl. Schön kompakte Klinge, aber kannst du was mit anfangen? Tolle Handlage. Kompaktes Messer, aber sehr gute Handlage. Hier hinten dann das Alu, noch mit den Fräsungen hier. Und dann hier schön eine Micarta-Griffschale drauf. Schwarze Klinge in dem Fall, bei dem Modell. Und so eine Art ja, dunkle Streifen. Dann was haben wir hier Feines? Schön, schön, schön. Auch wieder was Gestreiftes. In so Blaze Orange, Rot und Schwarz. Das ist natürlich auch schön. Ist schwarz, die Rückseite. Und aber hier eine silberne Klinge. Boah, diese Federn haben einfach Bums. Sehr schön. Das ist jetzt etwas glatter. Das ist schon regelrecht poliert. Sehr angenehm mit einem hellen. Mother of Pearl, Perlmutt-Knopfeinlage. Der Fokus hat Probleme. Oder sehe ich so unscharf? Wahrscheinlich beides. Ich finde, diese SBR sind sehr schöne Modelle. Kompakt und trotzdem noch groß genug tauglich. Mit einer schönen Klinge, schönes Design und schöne Handlage. Wir machen weiter. Das sind wie so Kinderüberraschungseier, du hast keine Ahnung, was drin ist. Muss dich immer überraschen lassen. Okay, was haben wir hier? Schön. Sieht wieder aus wie so ein Weltraumnebel, hier mit einer Galaxis drin. Sehr schön, blau, gelb, grün und auch wieder so was Dunkles, ein ganz dunkelblau. Oh, das ist ein schöner Perlmutstückchen hier drin. Schau dich mal das an. Da setzt ja regelrecht die Farbe fort, die sich hier in diesem Micarta befindet. Also das ist schön aufeinander abgestimmt. Also das ist, muss ich sagen, einer der schönsten Perlmuttknöpfe, die ich bisher gesehen habe. Wow, der ist schön. Das ist noch richtig schöner. Silberne Klinge SM30VN. Das ist toll. Also mir gefallen diese random Micarta-Geschichten. Eins. Oh, nochmal dieses Orangenrote, aber okay, mit schwarzer Klinge. Und, aha, okay, cool. Da kommst du raus. Und hier jetzt in dem Fall nicht mit Mother of Pearl, sondern mit einem schönen, aufwendig gestalteten Mosaikpin. Und dann auch wieder so ein Orangerot, Schwarz. Und hier mit schwarzer Klinge ist natürlich auch cool. Wenn hier nochmal das Schwarz von hinten und aus dem Micarta fortgesetzt wird und dann ist eben nur dieses Orange-Rot der farbliche Akzent. Sehr schön. Sehr schön. Also diesmal haben wir beide. Könnt ihr euch aussuchen. Schwarz oder silberne Klinge. Sieht natürlich cool aus unten. Dann hier alles schwarz. Cool. Das hier hat natürlich heute wirklich der super Knopf. Und das ist ein schön dunkel gehaltenes.
Also ihr seht, da wird es ja nicht langweilig, selbst mit so einem kleinen SBR-Modell hast du hier doch immer schön Farbe im Spiel. Gut, dann sage ich hier schon mal danke fürs Rein zu bewerten, kommentieren. Freitagabend ebenfalls im Shop bei Tools for Chance. Da davon haben wir leider nur diese vier Stück, jeweils nur eins. Also wer da Bock auf sowas drauf hat, nicht allzu lange warten. Wieder Spielchen wie immer. Mein Favorit heute, wenn ich wählen dürfte, würde ich sagen Blau. Obwohl das hier ich irgendwie cooler finde, aber das ist mit Abstand der schönste Knopf, den ich je gesehen habe. Mit so einem schönen Farbspektrum hier im Perlmutt. Ich finde, das passt super. Darum würde ich hier sagen, Blau, gefolgt von dem. So, das wäre meine Reihenfolge. Also, ciao Freunde, macht's gut, bye bye. Wir sehen uns Freitagabend.